weil es gut ist, weil es gut schmeckt bei McDonald's. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer Videoantwort von Rasputin Stohwasser. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, was ist hier nur wieder los auf YouTube in den letzten Tagen, ja? Kaum ist man mal 3 Tage außer Landes, ja? Kaum dreht man mal 3 Tage einen Werbespot für einen großen Werbekunden in den USA, ja? Schon schlagen sich hier in Deutschland alle die Fresse ein, ja? Im Dschungelcamp, ja? Nur Stress, ja? Da gibt es nur Dispute, ja? Friedliche Menschen, die sich gegenseitig in die Gurgel springen für nichts und wieder nichts, ja? In Tunesien eine Revolution, in Ägypten Krieg und Aufstand, ja? In Sachsen-Anhalt, ja, fahren 2 Züge ineinander und hier bei YouTube, ja, kommt dieser Joe Incognito, ich bin raus, hier wieder mal auf die Idee, Stunk zu machen, ja? Ich habe ja schon einmal ein Video dazu gemacht, ja? Ich habe ja schon einmal gesagt, ja, dass dieser Videoamt hier wirklich die Sarah Knapnick hier unter den YouTube-Usern ist, ja? Und jetzt lässt er hier wieder mal ein Furz quer kommen, ja, und stachelt hier friedfertige und hochwertige Qualitäts-Vlogs auf, ja, und stellt sie hier irgendwie bloß und stellt sie so dar, als wäre das hier irgendwelche Kriminellen, ja? Was ist passiert, ja? Dieser Joe Incognito, vollkommen unprovoziert, ja, dieses Videoamt, ja, fängt an und stänkert hier herum gegen meinen guten Freund, ja, gegen meinen Busenkumpel, ja, gegen, man kann schon fast sagen, meine rechte Gehirnhälfte, ja, Christoph, ja, alias Clickzoom, ja, der wirklich hervorragende Videos macht, ja, der Superstars aus der nächsten Nähe interviewt, ja, der also eine Nähe herstellt zu Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie sonst kaum einer schafft, bis vielleicht auf Thomas Gottschalk. Ja, der strengt sich wirklich an, ja, für euch, ja, reißt sich sozusagen den Arsch auf, ja, hat dafür natürlich auch, naja, fast so viele Klicks wie ich, ja, nicht ganz so viele, aber doch einige, ja, und dann kommt ja dieser Videoamt, der kann nichts anderes macht, außer irgendwie aus dem Off irgendwelche Videos zu kommentieren und niederzumachen und kaputt zu labern, ja, und seine Shitwelle auszuspülen sozusagen auf Prominente, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu ziehen, ja, das ist jetzt auch wieder passiert, ja, er hat eine, hier genommen jetzt ein Screenshot, ja, also eine Fotografie des Bildschirms sozusagen, ja, stellt sie auf seinen eigenen Account online, ja, und macht da noch ein bisschen, fummelt da noch ein bisschen rum, ja, mit CorelDRAW oder mit Paint, weiß ich nicht, ja, verfälscht dieses Bild, ja, stellt es in einen neuen Kontext, ja, macht sich lustig über Clickzoom, der wirklich zu den sympathischsten Figuren hier auf YouTube gehört, ja, und macht sich da lustig drüber, ja, verlinkt das, ja, schickt das bei Twitter herum, ja, zieht damit Links auf sich, ja, verdient damit Geld, ja, und dann wundert er sich, ja, wenn sich Clickzoom dagegen wehrt, ja, da wundert er sich, wenn Clickzoom, wenn Christoph, mein guter Freund, der wirklich den Tränen nahe war, ja, als er dieses Video gesehen hat, er hat nicht angerufen, er hat gesagt, er findet das echt gemein und er kann das wirklich mit seinen Emotionen schon teilweise gar nicht mehr ausmachen, weil er sich nun wirklich freut, wenn er für euch Videos machen kann und dann so von hinten erschossen wird von solchen Neidern wie Videoamt, ja, der ruft mich an, ja, und sagt, was soll ich denn da machen, ja, und da gebe ich ihn halt den Tipp, ja, mein Gott, dann geh halt gegen den vor, ja, werde ich halt, ja, hier nichts in Friedenspfeife rauchen, ja, hier muss man halt auch mal Eier zeigen, ja, und halt auch mal die Faust rausfahren, wenn es sein muss, ja, und jetzt regt sich hier jeder auf, ja, dass das Clickzoom angeblich hier irgendwelche Leute gesperrt hätte, ja, dass jetzt Clickzoom hier angeblich gegen Videoamt vorgegangen wäre, ja, und ich kann das wirklich nicht verstehen, ja, ich kann wirklich nicht verstehen, warum mein guter Freund Christoph, ja, der vielen von euch in einsamen Stunden, ja, wenn es draußen geregnet hat und dunkel war und niemand bei euch war, ja, ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat, ja, weil er mit seinen Interviews wirklich Freude in euer Leben gebracht hat, ja, so ein Mensch muss sich also jetzt hier von so einem Knilch, ja, wie Joe Incognito hier anmachen lassen, ja. Also wirklich, kaum bin ich mal 2 Tage nicht dran, kommt schon wieder so eine Scheiße, ja. Und ich meine, ich spreche ja wirklich hier für die YouTube-Elite, ja. Ich meine, ich bin ja der Kopf dieser Elite, ja. Simon D'Souza, Mr. Tutorial, Funny Peter, ja, und Clickzoom, wir sind ja eine Clique sozusagen, ja, also wir sind ja sozusagen das Red Pack von YouTube, ja, und also wir sind ja nun wirklich diejenigen, die hier überhaupt alles am Laufen halten, ja, wären wir nicht, würde überhaupt keiner hier auf diesen Kanal klicken, weil hier ansonsten ja sonst nur Rotz zu sehen ist, ja, und weil ich weiß, wovon ich rede, sage ich euch jetzt mal ein paar Fakten, ja, die ihr euch alle mal durch den Kopf gehen lassen muss, ja. Fakten von einem Superstar, ja, an euch Fans, ja, es tut mir leid, dass es so weit eskalieren muss, ja, aber ich möchte euch wirklich jetzt mal ein paar Dinge sagen, die ihr euch alle mal hinter den Ohren schreiben solltet, ja. Erstens, ich bin der Einzige
in Deutschland, der von YouTube leben kann, ja? Also ich bin der Einzige, der so viele Einnahmen generiert, ja, dass ich locker, problemlos von YouTube leben kann. Ja, ich kann nicht nur von YouTube leben, ich kann von YouTube mir eine Eigentumswohnung kaufen, ja, ich kann mir davon einen höheren Mittelklassewagen kaufen, ja, von Mercedes-Benz oder von BMW, das kann ich mir aussuchen, ja, ich kann damit in den Urlaub fliegen, ja, ich verdiene so viel Geld, ja, dass meine Bank Zinsen zahlt auf meinem Girokonto, weil da so viel Geld drauf ist, ja, und der einzige Grund, warum ich überhaupt noch nebenher arbeiten gehe, ja, ich mache hier eine Ausbildung zum Systemgastronom, ist, weil ich halt ein Sicherheitsfanatiker bin, ja. Ich meine, ich möchte halt Sicherheit in meinem Leben. Ich weiß ja nicht, was morgen ist, ja? Ich meine, es ist ja unwahrscheinlich, dass ich plötzlich unpopulär werde, ja? Das glaube ich nicht. Aber es könnte ja sein, dass jetzt, was weiß ich, ja, die chinesische Staatsbank YouTube kauft, ja, und hier alles platt macht, ja? Da gucken dann alle aus der Wäsche, ja, weil sie nichts gelernt haben und nur YouTube-Videos gemacht haben, ja? Aber ich hätte immer noch eine Sicherheit, ja? Man muss auch immer einen Plan B haben, ja? Also das ist das Erste, was ich euch sagen will, ja? Und das Zweite, die Community, ja? Von der hier immer die Rede ist, ja, YouTube-Community, ja? Was war eine Community? Die Community bin ich. Und ich alleine, ja? Wäre ich nicht hier gewesen, wäre ich nicht vor 2 Jahren aufgetaucht, wäre keiner von euch, der jetzt hier vom Computer in den Monitor starrt, ja, da, ja? Niemand von euch wäre hier, weil ich bin ja nur der Einzige, der hier also wirklich auch Leute von draußen ins Netz holt, ja? Ich bin ja der Einzige, der die Leute vom Fernsehen sozusagen zu YouTube zieht, ja? Ich bin ja derjenige, der dafür alleine Sorge trägt, ja? Dass Zeitschriftenabos, ja? Dass Auflagen zusammenbrechen, weil keiner mehr Zeitungen liest, weil sie sich viel lieber mein stundenlanges Material hier bei YouTube anschauen, ja? Also ich bin ja sozusagen der Grund, warum ihr alle hier seid, ja? Ich meine, man könnte sozusagen, ich bin ja sozusagen der Mubarak des YouTubes, ja? Also wenn draußen der Mob irgendwie Aufstand macht und Videoabend, ja, Panzer anzündet, Aufstand, ja, bin ich dann der Souverän, ja? Also das präsentiale Element hier bei YouTube, ja, der sich erstmal 3 Tage lang Zeit lässt, ja, in aller Ruhe reflektiert, was hier passiert, ja, und sich da mit einer wirklich fundierten, objektiven und sachkundigen Botschaft an euch wendet, ja, so wie es hier gerade geschieht, ja, eine Botschaft, der alle zustimmen können, die alle sagen, ja, Rasputin Stohwasser hat mal wieder recht und ich kann mich seiner Meinung anschließen, ja. Und drittens, ja, ich weiß ja auch, wie es ist, angegriffen zu werden, ja. Also ich kann mich ja auch einfühlen in Klickzoom, ja. Ich kann ja mich in seine emotionale Welt hineinversetzen, ja. Weil ich werde ja speziell in den letzten Wochen, in den letzten Monaten immer wieder Zielscheibe von hinterhältigen Angriffen von Hatern, ja. Die also meine ganzen Kanäle und meine ganzen Videos vollspammen mit irgendwelchem Müll und irgendeinen Dreck reinschreiben und irgendwie der Meinung wären, sie könnten eine Bewegung, eine Ein-Mann-Bewegung, ja, sie könnten ein Phänomen aufhalten wie mich, ja. Und ich weiß, Klicksum geht's genauso. Er ist jetzt zum ersten Mal in seinem Leben so groß, dass es nun auch wirklich auch in größeren Maße diese harten Kommentare auftauchen. Und da habe ich ihn ja gestern, als ich ihn angerufen habe, erstmal beruhigt, habe ich gesagt, du Christoph, hör zu, alles kein Problem, ja, das sind alles Neider, ja. Das sind alles Leute, die sind neidisch und eifersüchtig auf dich und deinen Erfolg, ja. Die sind eifersüchtig darauf, dass du fantastisch aussiehst, ja. Dass du eine Meinung hast, dass du diese Meinung vertreten kannst, dass du Stars vor die Linse bekommst, dass die Stars mit dir reden und dass du mit YouTube Geld verdienst, ja. Die sind alle eifersüchtig nur auf dich. Das ist der einzige Grund, ja. Weil im Grunde genommen gibt es keinen Grund, warum man dich nicht mögen sollte, ja. Also, dich müssen sie lieben, genauso wie sie mich lieben, weil du bist groß und Größe gleich Liebe, wie wir alle wissen, ja. Frauen wissen, wovon ich spreche, ja. Und viertens, ich möchte mal ganz klar sagen, ja. Also, nicht, dass er mich hier missversteht, ja. Natürlich bin ich nicht für Zensur, ja. Natürlich, und jeder, der von Anfang an dabei ist, weiß es, ja. Also, ich bin ja jemand, der ja wirklich für die Freiheit im Internet eintritt, ja, der also für freies Wissen eintritt, der für gegen Kopierschütze und so etwas eintritt, ja. Also ich bin nun wirklich der Letzte, der auch etwas gegen freie Meinung hat, ja. Aber wenn jemand, ja, sich einfach mir entgegenstellt, ja, wenn irgendjemand eine Meinung vertritt, die nicht meine ist, weil ich weiß, dass ich die Wahrheit spreche, ja, dann kann man schon mal sauer werden, ja. Dann kann man auch schon mal einen Hals haben, ja, weil ich
Ja, ich meine, ich reflektiere alles, was ich sage, ja? Ich überlege mir alles 100 Mal, bevor ich vor die Kamera gehe und es ausspreche. Das heißt, wenn ich einmal etwas sage, ja, in die Kamera, dann habe ich auch recht. Ja, und dann finde ich es scheiße, dass dann die Leute hier irgendwie in die Kommentarspalte reinschreiben, du hast nicht recht, ja? Oder Daumen nach unten, ja? Und da finde ich, da sollte die Wahrheit, da sollte auch die Freiheit auch mal aufhören, ja? Die Freiheit sollte dort aufhören, wo die Wahrheit bedroht wird, ja? Und da ich das Wahre spreche, ja, muss ich leider sagen, wenn die Leute etwas gegen mich haben, damit komme ich, kann man nun leider wirklich nicht, komme ich nicht mit konform. Echt nicht, ja? Weil ich weiß, wenn die Leute irgendwas gegen mich haben, dann ist es auch hier wieder Neid. Ja, Aussehen, Erfolg, Popularität, Frauen, ja, alles, was ich habe und ihr nicht. Ja, also das kotzt mich echt an, ja. Und ich komme damit irgendwie nicht wirklich zurecht, ja. Und fünftens und letztens, ja, das möchte ich hier einmal sagen, das sage ich einmal, ein einziges Mal, ja. Und danach ist das Thema auch wirklich durch, ja. Videoamt-Fans, das sind Neider, ja, das sind absolute Losser. Ja, das sind absolut das asozialste Drecksvolk, was es hier auf YouTube gibt, ja, und dieser Katzenmensch, ja, dieses Etwas, ja, dieses Peter Lustig von YouTube hier, ja, der hat ja auch absolut gar nichts verstanden, ja, ja, der hat absolut gar nichts verstanden, ja, der sagt hier, ja, der sagt sich hier allen Ernstes, was regst du dich so auf, Bruder, mach dich mal locker, ja, hier ist ja kein Verdrängungswettbewerb. Natürlich ist das ein Verdrängungswettbewerb hier auf YouTube. Ja, weil jeder weiß, Serverkapazitäten sind knapp, ja, so ein Server kostet Geld und YouTube möchte ja hier jetzt nicht jeden Monat eine halbe Kleinstadt neu anmieten, ja, nur um euer Müll irgendwo abzuspeichern. Nein, die wissen, Speicherkapazität, das kostet Geld, Speicherkapazitäten, das ist ein rares Gut und da ist natürlich ein Wettbewerb da, ein Wettbewerb um Speicherkapazitäten auf den YouTube-Servern, ja, und natürlich auch ein Wettbewerb um eure Aufmerksamkeit, ja, weil natürlich, wenn ihr ein Video anschaut, ja, dann widmet ihr ja mich, ihr könnt ja nicht 10 Videos gleichzeitig anschauen, sondern immer nur eins, ja, und jeder hat nur 24 Stunden am Tag, ja? Jeder hat nur 7 Tage die Woche 24 Stunden am Tag, ja? Das heißt, natürlich ist es ein Verdrängungswettbewerb, ja? Und dann geht es natürlich auch Ellbogen raus und den anderen, der sich hier irgendwie mal annähert, auch mal hier schön mal einen mitnehmen, ja? Schön Ellbogencheck in Solarplexus, ja? Oder mal, wenn man nicht hinschaut, mal schön in die Kniescheibe reingetreten. Das mag jetzt böse klingen, ja? Das mag jetzt echt böse klingen, aber so ist das halt, ja? So ist halt auch das Leben, ja? Es ist ja nicht so, dass jetzt hier im Wald hier genug Gnus und Rehe für alle rumspringen, ja? Sondern es gibt halt einfach nur eine geringe Anzahl an Jagdtieren und einen geringen Anteil an Gemüse und Nahrungsmitteln, ja? Und es ist halt nicht für alle was da, ja? Und wenn ihr jetzt der Meinung seid, ich wäre jetzt irgendwie fies, ja? Und ich würde irgendwie Blödsinn erzählen, ja? Dann möchte ich mal sagen, schaut alle mal in den Spiegel, ja? Nämlich wir hier im Westen, ja? Wir hier in Europa, wir leben nämlich in so einem System, ja? Weil uns gehört nämlich alles, ja? Wir machen all you can eat, ja? Wir haben Strom, wir verschwenden alles, ja? Und 2000 Kilometer weiter südlich verhungern die kleinen Negerkinder, ja? Weil wir denen alles wegfressen, ja? Das ist auch ein Verdrängungswettbewerb. Seht das mal so, ja? Wacht auf! Das Leben ist ein Wettbewerb. Das Leben ist halt nun mal kein Kuscheltierland halt, ja? Und deshalb sage ich euch, ja? Natürlich geht es auch bei YouTube darum, wer ist der Größte, wer kann sich am ehesten durchsetzen, ja? Aber abseits davon, ja? Wenn die Kamera aus ist, dann kann man sich natürlich auch die Hand geben, ja? Da kann man sich natürlich auch sagen, ich respektiere dich, ich mag, was du machst, ich finde es gut, was du machst, ja? Aber wenn die Kamera an ist, ja, mein Gott, nochmal, dann geht es ja darum, wer hat die interessantesten Fakten, wer ist der Meinungsträger, wer bildet und wer zieht die Leute, ja? Und dann auch mehr zu erwarten, dass wir es kostenlos machen, ja? Ich meine, natürlich machen wir es kostenlos, ja, aber gäbe es eine Bezahlwahl, ja, also gäbe es hier die Möglichkeit, dass man Geld, Eintritt verlangen muss dafür, dass man meine Videos sieht, ja, also erstmal 1 Euro einzahlen, dann siehst du meine Videos, ich würde es sofort machen, ja, weil ich bin der Meinung, Qualität hat halt auch seinen Preis und ich würde mich auch dafür bezahlen lassen, ja. Ja, und wenn wir schon mal dabei sind, ja, ihr könnt mich natürlich auch buchen, ja, für Geburtstage, ja, und für Hochzeitsfeiern trete ich auch gerne auf, Kaufhauseröffnungen, ja, Krankenhausbesuche, ja, Rasputin heilt Krebs, ja, auf einer Kinderkrebsstation mache ich alles, ja, ich meine, ruft mich nur an und, oder schreibt mir eine E-Mail oder setzt euch mit Malte van Spitz, meinen Manager und Produzent zusammen, ja, da werden wir uns schon einig, ja, da gibt es auch eine Preisliste, ja. So, das soll es gewesen sein für heute, das war jetzt mal nicht das klassische
Vlog, ja, das war jetzt mal Rasputin ungeschminkt sozusagen, ja, jetzt mal eine Privatmeinung von mir, aber ich dachte, das ist, jetzt wird es hier einfach mal Zeit, auch mal die Dinge auszusprechen, so wie es sind, ja. Und ja, ich hoffe, ihr könnt damit leben, ihr werdet damit leben können, weil ich habe es gesagt und dann hat es natürlich auch Gewicht. Und ja, dann freue ich mich darauf, euch demnächst hier wieder begrüßen zu dürfen bei einem Vlog von Rasputins Vlog halt sozusagen. Ja, tschüssi, macht's gut. Ein wirklich exzellenter Kaffee.